Hallo liebe UV-Freunde, Tante Mia tanzt war in diesem Jahr ein Riesenerfolg. Auch 2017 wird das Event wieder voll durchstarten. Von den Veranstaltern haben wir Wilko Aff hier bei uns zu Besuch. Herr Aff, seit wann wird denn bereits für Tante Mia 2017 geplant? Also die Planungen für 2017 haben quasi direkt mit Ende der Veranstaltung 2016 begonnen. Das heißt, natürlich muss man da erstmal ein bisschen was aufarbeiten, was da alles so passiert ist. Aber dann geht es auch direkt in die Planung für die neue Veranstaltung. Das fängt dann an, dass man schon DJs buchen muss für 2017, weil ansonsten kommen die großen Künstler halt nicht mehr nach Vechta, wenn man da zu spät dran ist. Und dann muss der Vorverkauf gestartet werden, weil der Schwung natürlich mitgenommen wird. Und ja, wir sind mittendrin und auch schon quasi Ende Mai angefangen. Jetzt gerade sind wir in Vorverkaufsstufe 1, das heißt, die Tickets kosten 29,90 Euro. Sind jetzt gerade aber die letzten Tickets, die auch hier bei der OV über die Ladentheke gehen. Das heißt, das Kontingent schrumpft und es startet dann direkt Vorverkaufsstufe 2. Da kosten die Tickets dann 34,90 Euro. Aber als kleinen Tipp, das kann man hier sagen, haben wir unsere Festivalbox im Angebot. Die ist erhältlich bei der Volksbank Vechta und das Ganze sieht so aus. Und da drin ist ein Ticket für Tante Mia tanzt, ein Ticket fürs Strandfieber und noch Aufkleber, ein Schlüsselband, Kopfhörer. Das Ganze ist für 50 Euro bei der Volksbank erhältlich und ein Euro von den 50 Euro geht als Spende an das Haus der Jugend, also das Gulfhaus hier in Vechta. Gibt es von den DJs teils auch verrückte Sonderwünsche? Ja, natürlich. Also die großen DJs kommen mit verrückten Sonderwünschen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wir hatten da schon ganz spezielle Sachen dabei. Das geht von der Sorte Kaugummi bis hin zu Kinderknete, wo man gar nicht weiß, was die Leute damit anfangen wollen. Aber da sind außergewöhnliche Sachen dabei auf jeden Fall. Und ich freue mich schon auf die Sonderwünsche für nächstes Jahr. Was ist das Besondere an der neuen Hardstyle-Bühne und was darf man da erwarten? Also Hardstyle ist natürlich eine besondere Musikrichtung. 150 Beats per Minute, da geht es halt richtig zur Sache. Wir haben für diese Bühne ein wirklich hochrangiges Line-up gebucht. Die Künstler kommen zumeist aus Holland. Das sind Atmospheres, Frequencers, die haben alle in der Szene einen richtig guten Namen, gehören zu den Top 10. Und der Name der Bühne ist Tante Mias Bassküche. Den Namen durften unsere Facebook-Freunde bestimmen. Und ja, wir werden am 25. Mai 2017 die Bassküche wirklich zum Kochen bringen. Wann ist denn geplant, mehr vom Line-Up preiszugeben? Es kommt jetzt alles nach und nach. Also der nächste große Künstler ist jetzt am Wochenende schon dran. Und dann geht es so weiter. Also die Verträge sind größtenteils unterschrieben. Wir sind mit den Planungen nahezu komplett durch. Und jetzt am Wochenende kommt, wie gesagt, der nächste Headliner. Okay.